Wir haben bisher den Eindruck, dass bei den Planern vor allem die Wünsche von Radverkehr im Vordergrund stehen. Der sagt, es muss glatt sein, es muss breit sein, hindernisfrei sein. Ist ein Nistplatz für Nachtigallen. Wenn Sie hier im Frühling herkommen, werden Sie die Nachtigallen hören. Aber gerade dieses ganze Vogelschutzgehölz hier ist ganz wichtig und das ist bedroht durch diese Baumaßnahme, die ja hier aus diesem schmalen Uferweg eine 4 Meter breite Asphaltbahn machen wird. Fahrradverkehr gehört auf die Straße. Hier müssen Radwege verbessert werden und gesichert werden. Schneller Fahrradverkehr gehört definitiv nicht in den Park und ans Ufer. Das ist ein Erholungsraum, wo man sich auch mit dem Fahrrad entspannen soll. Zu Fuß erst recht, wo aber keine Tempopiste hingehört. Das unglückliche Wort Fahrrad, Autobahn impliziert so ein bisschen, man ist da unheimlich schnell unterwegs. Nein, man fährt da ganz normal. Die gegenseitige Rücksichtnahme gilt genauso. Man fährt mit angepasster Geschwindigkeit und Radfahrer müssen immer auf Fußgehende auch achten. Deswegen, glaube ich, muss man es sich ganz gut angucken. Wenn zu wenig Platz ist, dann funktioniert es nicht. Wenn wir Flächen haben, wo Platz da ist, glaube ich auch, dass es in Parks gut funktionieren kann. Da gibt es auch Beispiele, Europa, weltweit, wo es gut funktioniert.